Eine neue Aktivität findet in World of Tanks Einzug. Die Montagehalle. Sie ist vom 16. Juni bis zum 10. Juli geöffnet und bietet den Spielern limitierte Fahrzeuge auf ganz neue Art. Erhaltet einen Stufe 10 Panzer, ohne den ganzen Zweig zu erforschen. Und vor allem entscheidet ihr, welche Ressourcen ihr dafür einsetzen wollt. Das erste Fahrzeug aus der Montagehalle wird das Objekt 780 sein. Ihr erhaltet es in zwei Versionen. Die ersten 15.000 Spieler erhalten den Panzer mit einem speziellen 3D-Stil, der das Aussehen des Fahrzeugs ändert und zudem mit einer Seriennummer versehen ist. Diese befindet sich auf Lauf und Turm des Panzers. Ein absolut unverkennbares Merkmal. Im ganzen Spiel gibt es dies kein zweites Mal. Die nummerierten Fahrzeuge sind nur begrenzt verfügbar. Aber ihr müsst nicht übereilt entscheiden. Sobald alle Panzer mit Seriennummer verkauft sind, könnt ihr das Objekt 780 weiterhin erhalten. 35.000 weitere Fahrzeuge werden ohne 3D-Stil ausgeliefert. Die Werte des Panzers gebieten Respekt. Es ist ein beweglicher und gut gepanzerter schwerer Panzer. Er verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer und ein Leistungsgewicht von 17 PS pro Tonne. Starker Turm, gut angewinkelte untere und obere Frontplatten. Alles in allem ein typischer Durchbruchspanzer. Wenn ihr jedoch genauer hinseht, ist es nicht mehr so simpel. Das Objekt hat ein überraschend nettes Geschütz, gute Genauigkeit, hervorragende Werte für Zielerfassung und Durchschlag, massiver Schaden je Schuss und sogar gute Geschützneigung. Damit kann der Panzer unterschiedlichste Rollen im Gefecht übernehmen. Dank seines zuverlässigen Geschützes ist er ebenso effektiv als Unterstützer wie auch als Durchbruchspanzer. Ihr solltet aber auf jeden Fall eine veränderte Konfiguration einbauen. Diese verhindert außerplanmäßige Lagerfeuer im Inneren eures Panzers. Gut gepanzert, beweglich und ein gutes Geschütz. Das ist der erste wirklich vielseitige sowjetische schwere Panzer. Wie funktioniert die Montagehalle? Um das Objekt 780 zu erhalten, müsst ihr Ressourcen ausgeben. Es gibt 5 Typen. Anleihen, Gold, Kreditpunkte, freie Erfahrung und Blaupausenfragmente. Eine Leiste angesammelter Ressourcen wird unten angezeigt. Um anzufangen, wählt ihr einfach im entsprechenden Fenster eine Ressource und klickt auf Ressourcen ausgeben. Wie ihr es angeht, hängt nur von euch ab. Im ganzen Event gebt ihr Ressourcen für Teile aus. Ihr könnt die Leiste mit einer Ressource oder verschiedenen füllen. Fangt am besten mit freier Erfahrung an. Das ist die vorteilhafteste Ressource in der Montagehalle. Jeder hat sie auf dem Konto. Sie kann aus Gefechtserfahrung umgewandelt oder einfach verdient werden. In dem Fall helfen persönliche Reserven. Die praktischste Ressource ist natürlich Gold. Hiermit könnt ihr den Fortschrittsbalken schnell füllen und den gewünschten Panzer erhalten, ohne dass es lange dauert. Das kann aber viel kosten. Es ist sparsamer, das Gold für die Umwandlung von Gefechtserfahrung in freie Erfahrung zu nutzen. Anleihen helfen auch. Sie können nur verdient werden, daher sind sie seltener. Aber ihr Wert ist hoch. Sie füllen schnell einen signifikanten Teil des Fortschritts. Als Beispiel sind 6.000 Anleihen etwas mehr als die Kosten für ein Zubehörteil. Gleichzeitig können 6.000 Anleihen den Fortschritt um 15% füllen. Blaupausenfragmente sind die wichtigste Hilfsressource. Jeder Spieler hat wohl ungenutzte Fragmente, die in der Montagehalle nützlich sein können. Sie helfen, den Fortschrittsbalken bis zu 36% zu füllen, 22% mit nationalen Fragmenten und 14% mit universellen. Kreditpunkte sind die unpraktischste Währung für den Fortschrittsbalken. Ja, sie können leicht verdient werden, aber ihr braucht zu viele, um den Fortschrittsbalken auf 100% zu bringen. Ihr solltet Kreditpunkte in 2 Fällen einsetzen. Um 100% zu erreichen, nachdem ihr den Balken mit anderen Ressourcen gefüllt habt, oder wenn ihr wirklich viele Kreditpunkte habt. Es gibt viele Kombinationen, um den Balken auf 100% zu bringen. Ihr müsst nur erkennen, welche Option für euch am sinnvollsten ist. Alles hängt von euren Ressourcen ab, der Zeit, die ihr einbringen könnt und ob ihr Gold für die Umwandlung von Gefechtserfahrung in freie Erfahrung ausgeben wollt. Wenn ihr nicht genug Ressourcen rechtzeitig ansammelt, um den Panzer zu erhalten, werden die investierten Ressourcen automatisch zurückerstattet. Ihr könnt eure Ressourcen auch jederzeit zurückholen. Klickt dafür einfach auf die entsprechende Schaltfläche.
Nutzt eure Chance, gebt Ressourcen aus und holt eure Belohnung. Die Montagehalle nimmt die Arbeit auf.